Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute ist der 5.2. beziehungsweise zum Zeit der Veröffentlichung ist der 5.2. Wir haben heute der 4.2. und heute beginnt eine relativ große Session. Von Spielen halt, ne? Beziehungsweise heute habe ich ein bisschen Zeit. Und hier, das Glühwürmchen? Ich dachte, hier könnte man Glühwürmchen sammeln, aber die freilassen? Das ist mir komisch hier. Wir haben in der letzten Runde, seit 2 Wochen nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, aber wir haben Erkundungsgebiete in die Welt der Träume. Also meine Kollegin hier, die will offenbar, dass ich hier irgendwo in ein Erkundungsgebiet gehe. Und die Frage ist halt, wo ist denn das Erkundungsgebiet? In die Welt der Träume. Wir müssen halt irgendwo ein Erkundungsgebiet haben, keine Ahnung wo. Uns wird sehen, was du siehst. Die Dame auch nicht helfen hier, ne? Shit, das könnt ihr nochmal. Wie viel haben wir denn eigentlich? Den Kartenmacher. Hier kannst du Karten erwerben, auf denen wertvolle Gegner und wertvolle. Oh. Ja dann. Oh, Eisenerz, Eisen, da hinten immer noch mehr, keine Ahnung, was das ist, das ist auch noch, keine Ahnung. So. Aber wir wissen ja gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo wir Disteln herkriegen. Mein Gott. An Seeufern unweit von Valkas Haus. Seeufern. Mal kurz. Das ist ja Valkas Hütte hier, ne? Soweit ich das mitbekommen habe, ist das die Hütte hier. Ach, jetzt sind wir am Erkundungsgebiet. Okay. Nö, haben wir keine. Können wir nicht tun? Das sind keine Disteln. Das sehe ich doch von hier, dass das nichts wird hier. 18 Meter? Hä? Ach so, die werden mir auch angezeigt. Ja, das wusste ich nicht. Die werden mir jetzt angezeigt hier? Das ist ja eigentlich Billow hier. 2 von 5. Aber wenn das so einfach ist. Wir sind aber immer noch im Erkundungsgebiet, ne? Das heißt, wir dürfen hier noch mehr. Jetzt nicht mehr. Da drin oder was? Gibt's da hinten eine Höhle? Hinter dem Wasserfall? Ja, wie kommen wir denn da hinten rein? Sag mal. Es gibt bestimmt irgendwelche Fertigkeiten, die wir noch nicht haben. Oder Fähigkeiten, sag ich mal. Die man irgendwie Dynamit oder so. Oder ich weiß nicht was. Keine Ahnung. Gibt es überhaupt Dynamit in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung mehr. Den Köcher können wir upgraden, brauchen wir nicht. Wir brauchen 300. Ja, ha. Haben wir überhaupt Dynamit hier? Gibt es das überhaupt? Keine Ahnung. Also ich sehe hier offenbar nichts mit Dynamit. Eigentlich müsste man hier eigentlich die Steine nur wegnehmen, aber da passiert ja auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie müssten wir da reingelangen, aber ja, ist halt die Frage wie, ne? Ist generell irgendwie die Frage, wie. Anzünden geht ja auch nicht. Und hier schlagen geht auch nicht. Wie macht man diese Steinwände hier kaputt? Weiß das hier jemand? Ich habe keine Ahnung. Kann das jemand irgendwie mitteilen? Also, wie man die Steinwände hier kaputt macht oder so? Also, irgendwie müssen wir ja sprengen oder Co., aber
Ich denke mir doch, müssen wir irgendwelche, sag ich mal, explosiven Gegenstände? Sag mal, ihr Kollegen. Meine Dame hier. Die will nichts von uns. Naja, toll. Warum eigentlich nicht? Warum will die nichts von uns? Ja, wie zerstört man jetzt ganz, ganz, ganz genau die Dinger? Aber... Soll sie eine Fertigkeit geben? Irgendwie mit Wänden zerstören oder so? Ich habe keine Ahnung. Todeszeichen, nö, gibt bestimmt dir nicht. Giftiger Fernangriff. Brandpulverfalle. Oh. Geht. Also ich meine, Brand und so, Feuer. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist durch, hat funktioniert. Wow. Also hier gibt es offenbar eine ganze Menge hier. Das wusste ich gar nicht. Also gut, irgendwie klingt es logisch, wenn man so nachdenkt. Aber am Anfang so, nö, keine Ahnung, ne? Also da muss man echt zuerst drauf kommen hier. So. Ach, die Szenario schon, okay. 4 von 5, 5 von 5. Einfach alles mitnehmen, was wir kriegen. Botschaft auf einer Leiche. Verräter. Plündern. Kein Ding, wir plündern alles hier. Oh, und noch eine Truhe. Das lasse ich nicht zweimal gehen hier. Und noch eine Distel. Super, dann haben wir jetzt alles für die Dame. Oh. Ich habe das Gefühl, dass irgendwie nicht alles so locker ist hier im Spiel. Hm, so. Und wieder zu Hause, ne? Meine Dame. Sag mal hier. Ich habe die Pflanzen, die du wolltest. Gut, gut. Sobald ich sie in den Trank gegeben habe, kannst du ihn trinken. Trink. Und du erhältst Zugang zur Weisheit des Allvaters. Du wirst Odins Pfad beschreiten und leben wie er einst für lange Zeit. Mach dich bereit für eine Reise in eine andere Zeit, eine andere Welt. Hat die doch reingespuckt? Er wird furchtbar schmecken. Aber deinen Geist für die Bilder und Klänge der neuen Welten öffnen. Na dann mal los, ne? Empfohlene Stärke 90. Und 39. Seht ihr, was ich meine hier? Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen zu, ja, noch ein bisschen weit dahinter, ne? Ich glaube, das ist, das sind Quests, die wir noch nicht machen sollen hier. Weil Level 90, Beginn gesucht. Erreicht Stufe 4. Jetzt haben wir Stufe 3 gerade erreicht. Reda braucht Hilfe, um das Netzwerk der 1000 Augen zu vergrößern und seinen Einfluss in England auszuweiten. Er ist ein großzügiger Händler und weiß, wie man seine Geschäftsbahn entlöhnt. Was machst du für eine Quest?
Ach so. Kostet von dem Trank. Nö, machen wir nicht. Bei Reda und den 1000 Augen kannst du neue Verträge. Gut, warum nicht? Also dem her, es klingt gar nicht mehr so schlecht. Da ist, ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist denn der überhaupt? Da unten, oder? Hä? Bin ich überhaupt bei... Nee, ich bin eins zu weit rechts. Stimmt. Hier haben wir die Bruderschaft. Und dann wäre es ja eigentlich... Hier unten. Immer schön, ein nettes Gesicht zu sehen. Also, wenn du eins siehst, schick es zu mir. Ich will einen Vertrag, hast ne? Hast du was Neues für mich? Ich habe Aufträge mit Gewalt, aber auch ohne Interesse. Keine Ahnung. 19 Stunden, 14 Tage. Ein Bauer wurde in der Nähe eines Militärlagers gefangen genommen. Es werde keine Kosten gescheut, um ihn zu befreien. Okay. Einer unserer Zulieferer hat uns gebeten, nach jemandem zu suchen. Mal sehen, ob du fündig wirst. Du bist das Töten gewohnt, oder? Dann dürfte das hier nicht schwer sein. Ich habe etwas Opal auf deinen Erfolg gesetzt. Wenn du scheiterst, bin ich pleite. Aber kein Druck. Alles Gute, schaffen wir. Nun muss ich gehen. Auf bald. Geh mit deinen Göttern. So. Jetzt haben wir drei Quests bekommen, ne? Oh. Grandabürgschirm auch noch ein. Der. Aber der hier können wir auf jeden Fall machen. Verfolgen. Grantabürgschir, das haben wir ja, das kennen wir ja, ne? Das ist das Ding, ich dachte da unten. Da kommen wir nicht ran, ne? Da würde ich tatsächlich, geht das hier? Jo, das geht auf Schnellreise, machen wir das. Nehmen wir das auf Schnellreise mit und gehen wir dann nach unten. Das ist aber very nice. Mit dem Schiff hier, das ist doch mal lobenswert. Okay, wir müssen doch hier durch. Oder wir kehren um, aber egal. So. Dann mal geradeaus und rechts ran irgendwann, ne? Ist es jetzt schon rechts? Sag mal, Kollegin hier. Ist schon. Ja, das ging aber schnell hier mit Plündern, ne? Hey, sag mal, okay, das geht nicht. Ich dachte, das würde funktionieren. Das ist aber ein großer hier, ne? So ein Captain Hotzeplotz. Wow. Mit dem möchte ich mich echt gerade nicht übergeben. Beziehungsweise mit dem möchte ich echt nicht Kollegen treffen und so. Da schmeißt die ganzen Pfeile oder was das ist, ne? Sag mal, jetzt hast du aber einen Hund hier voll. Ich überlebe so einiges. Der schmeißt mir den ganzen... Okay, der rechnet das aus, oder was? Ey, das ist echt ein Arsch. Sag mal hier. Haben wir ihn getroffen? Teil.
Der ist doch nicht ganz 100, ne? Der Kollege hier. Wie lange noch? Solange du möchtest, mein Freund. Oh, nein. Okay, es ging so. Anderes Spiel, andere... Eieieiei. So, ich geh mal wirklich weg. Das ist doch mit dem ganzen Kerl nicht so ganz so rund. Das läuft einfach nicht rund mit dem Kollegen hier, ne? Was ist das für einer? Irgend so ein... Sind wir schon zu viert gegen den, oder was? Ist noch nicht normal, oder? So. Also. Und den noch tragen, yo. Den tragen wir also noch rund. Das ist doch, das geht doch zu weit. Mit dem, den noch tragen, das... Hätten sie noch gerne, ne? Ist hier ein Eingang? Müssen wir die Dinge irgendwie aufladen oder braucht sie irgendwas dafür? Ich weiß nicht. Achso, wir sind hier drinne. Ja, alles gut. Hier gibt es noch eine Truhe, das ist doch schön. Leder und Eisenerz. Aber hier jetzt irgendwelche Fundstücke zu finden, wie Vorräte und Co. Wir sind nicht ganz so in der Tagesordnung, nehme ich an. Oder? 80 Meter? Ja, warum nicht? Mal gucken, was da los ist. Vielleicht kriegen wir etwas. Unten ist auf jeden Fall nichts. Oh. Neue Kollegen hier, ne? Hier gibt's neue Kollegen. Ach so. Jo, kannst du tun, mein Freund. Aber zuerst muss ich mal ein kurzes Gespräch führen mit einem Kollegen. Ich frage mich auch da drinne. Okay. Wo gibt's noch mehr von den Kollegen hier? Ist hier was? Oh, sofort da hinten ist was. Oh. Ein Schlüssel. Für den Schlüssel, okay. Hier ist ein Schlüssel? Ist hier? Nee. Ein Silberkreuz. Aber ist kein Schlüssel. Aber eine Truhe da hinten. Auf jeden Fall. So. Nehmen wir die mit. Die hat keinen Schlüssel. Das finde ich eher gesagt ein bisschen doof. Dass keinen Schlüssel hat, damit wir da reinkommen. Hm. Der da unten? Nö. Oder hier runter? Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja hier irgendwas. Aber auch nicht. Es gibt hier kein... Irgendwas habe ich hier gesehen. Plündern. Ah, leere Schachteln, gut. Für was auch immer, jetzt. So. Halblang hier, Freunde. Die haben ja aber wirklich Probleme, ne, mit dem... Aber ich frage mich dann, wo ist der Schlüssel hier? Wo ist der Schlüssel? Und die zweite Frage ist, wie machen wir jetzt weiter? Denn die Folge ist aktuell zu Ende. Ich mache noch kurz da oben noch den Kollegen hier weg.
Und dann sehen wir uns schon in der nächsten Runde wieder. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Das war's von mir. Bis dann.